ist ein Buch. Ein blaues Buch. Das nehme ich schon mal mit. Ein Stück vom Braten. Ein Piratenlied. So. Rang 5 bei Waffe mit Schild. Hat mich da gerade einer gerufen? So, heute schon mal gespickt worden. Und noch ein. Gut, sprech mit Feldwebel Lina Ariel. Klingt wie ein Waschmittel. So. Ich wollte ja eigentlich ein kleines Päuschen machen. Eine kleine Verschnaufpause, aber ich wollte erst wieder den Hafen befreien. So. Bücher hatte ich schon alle. Wandschrank ist leer. Ist auch nichts. Gehen hier mal raus. Ich vermute mal, hier ist auch nichts. Richtig vermutet. Feldwebel. Gut, den Krieger können wir später noch suchen. Wir gehen erstmal zum Feldwebel. Da ist ein Buch. Die Buch nehme ich nochmal mit. So. Hallo. Ich renne hier rum. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Glück wie wir. Ist der Anführer der Drublock tot? Ja, ich habe ihn erledigt. Gut. Ich hatte auch ein wenig Glück. Ich habe unsere Miliz hinunter in Richtung der Docks geschickt. Sie warten auf mich, damit wir die Eindringlinge angreifen können. Ich kann euch an den Docks treffen. Nein, wir brauchen eine Ablenkung, damit ich die Zivilisten in Stellung bringen kann. Die Eindringlinge laden gerade ihre Vorräte ab. Sie anzuzünden, sollte genug Ablenkung sein. Die Eindringlinge? Die Vorräte, meine ich. Ach so. Verbrennungen sind zu gut für diese Eindringlinge. Warum laden Sie die Vorräte ab? Ich werde nicht dafür bezahlt, so etwas zu wissen. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass es hier nicht um ein bisschen Piraterie, sondern um die Speerspitze einer Invasion geht. Das kann Aber schon sein. Aber ich bin keine Offizierin. Das Kämpfen ist mein Beruf. Wie dem auch sei. Verbrennt die Vorräte. Das sollte Ihre Aufmerksamkeit erregen. Bereit? Warum verbrennen wir nicht alle Vorräte? Will ich ja gar nicht. Was werdet ihr tun, während ich die Vorräte verbrenne? Meine Mannschaft wird sie von hinten angreifen. Bis ihr mit dem Verbrennen der Vorräte fertig seid, werden sie sich längst aufgeteilt und verstreut haben. Wir greifen sie an den Docks an, während ihr die Lagerhausseite übernehmt. Wir werden sie ausrotten, wie das Ungeziefer, das sie sind. Seid ihr dabei? Und warum verbrennen wir nicht alle Vorräte? Gut, das möchte ich eigentlich nicht fragen, weil natürlich die Bevölkerung dann auch zurückkommen kann. Die Lagerhäuser enthalten Nahrung und Vorräte für Wellünhafen. Auch wenn ich sie lieber verbrennen würde, als sie den Eindringlingen zu überlassen, ist die Lage noch nicht so verzweifelt. Das denke ich auch. Beschränken wir die Zerstörung auf ein Minimum. Nur für den Fall, dass wir die Stadt zurückerobern. Verstehe. Also los. Ich werde die Miliz zum Angriff beordern, sobald wir genug Rauch sehen. Wenn wir sie überraschen können, werden wir sie zum Leuchtturm vorantreiben. Falls wir es nicht schaffen, war es mir eine Ehre. Mach's gut, Feldwebel. Oh, wie lang? Okay, siehst du, da hatte ich ja ganz gut geraten, noch nicht über die Brücke zu gehen. Denn jetzt müssen wir ohnehin über die Brücke. Betrete das Lagerhausviertel, verbrennt die Vorräte der Rovada. Da hinten? Scharfschütze. Tja. Sind die im Haus oder außerhalb? Ups, da kämpft gerade einer, ich will helfen. Okay.
Schön mit der Fackel geschwungen. So, die brennen schon mal. Dann sprechen wir hier noch mit dem anderen Typen. Was macht ihr denn da? Ihr habt es geschafft. Mhm. Und sogar in einem Stück. Ich dachte, meine Beine würden bei der Wasserüberquerung nachgeben. Aber genug davon. Habt ihr meine Sachen gefunden? Yep, bitteschön. Hervorragend. Um ehrlich zu sein, war ich mir nicht sicher, ob ihr das auch tatsächlich schafft. Gebt sie mir jetzt. Und wozu braucht ihr sie überhaupt? Nein, das werde ich nicht. Ich würde euch eher... Oh, bei Barndars Ohren. Ihr habt die Sachen ohnehin schon gesehen. Ich kümmere mich um Probleme, fast so wie ihr. Ich kam nach Velynhafen, um einen Schmuggler und einen Sklavenhändler auszuschalten. Und diesen Auftrag habe ich erfüllt. Leider verhinderte die Invasion meine Flucht. Ihr habt also jemanden getötet? Ja, habe ich. Und ich schätze, ihr habt in eurem Leben auch schon ein paar Leute getötet. Ja. Ihr wollt vielleicht nicht gutheißen, was ich tue, aber derzeit stehen wir auf der gleichen Seite. Und ich kann euch helfen, den Invasoren von Velynhafen weiteren Schaden zuzufügen, wenn ihr mir mein Handwerkszeug zurückgebt. Ja, bitte, bitte. Habt vielen Dank. Es mag euch überraschen, dass die, die mich angeheuert haben, keine Freunde Velynhafens sind. Was noch sehr viel schwerer wiegt, sie haben mich nicht bezahlt. Hm. Was soll ich denn machen? Ivan Adnassim und Danzar sind Leutnants, Anführer der Invasionsstreitmacht der Rovada. Sie arbeiteten alle mit meiner Zielperson zusammen und wollten nicht, dass ihr Hauptmann das herausfindet. Sie warben mich an, um ihn zu töten. Dann versuchten sie, mich umbringen zu lassen. Ich würde sie ja selbst töten, aber meine Wunde... Ihr wollt, dass ich sie beide töte? Nein, eigentlich nicht. Wenn man nur einen tötet, ist das dem anderen meistens eine Lehre. Es ist nicht sehr klug, potenzielle Auftraggeber auszuschalten, selbst wenn es sich bei ihnen um Feinde handelt. War das jetzt ein Ausschluss? Bitterspitze Strand? Ich gehe mal gerade an den Strand, weil heute sind ziemlich viele online. Wenn ich jetzt an den Strand gehe, vielleicht ist hier gerade jemand. Was? Ich sehe den gar nicht. Bitterspitze Strand. Okay. Puh, wie machen wir das denn? Machen das mal. Behalte ich eigentlich die Rüstung, wenn ich jetzt hier rüber gehe? Nein. Oder? Hallo? Nein. Lass mich mal gucken, habe ich noch gefuttert? Ja, ich habe noch gefuttert. Für 10 Minuten, dann habe ich doch noch so ein Getränk hier. Wo war das denn? Ich nehme das hier. Nehmen wir das da. Ach so. Jetzt ist die Ausdauer Max aber weg. Wir probieren es. Oh, die sind beide stark. Ich glaube, ich einen Nachteil, einen starken Nachteil. Ich hab's so gemeint. Tschüss. Ach, verdammt. Nein. Gut, wir stehen mal wieder auf. Ich glaube, da brauche ich jemanden zur Hilfe. Die sind jedenfalls schon mal hier gewesen. Gut. Ich glaube, mit den Blitzfingern wäre ich auch besser dran gewesen. Aber ich hätte mehr Kraft haben müssen. Ich war jetzt ein bisschen... Ich wollte auch mal gucken, wie viel die eigentlich können. Habe festgestellt, ja. Können was? So, dann versuche ich mal hier rumzuschleichen. Was ist wer? Oh. Hier. Tschüss. Drauf. Die andere Tante kommt gar nicht mehr hoch. So, die machen wir erstmal hier. Fackelmann und Söhne.
Hier unten muss ich auch noch was verbrennen. Hallo? So. Jetzt machen wir das Gießkannenprinzip. Das hat ganz gut geklappt. Ich muss mal wieder einen neuen Bogen machen. Vielleicht ab 42. Ich habe, glaube ich, jetzt einen 38er gelangt zu den Docks. Okay. Ups. Na, kann man nicht unhöflich sein. Hallo? Ja. War gerade ein bisschen merkwürdig. Ups. Wie im Kampf. Natürlich, alle. Na los, komm schon. Der Säurefächer ist gar nicht so schlecht. Okay, ich bin an den Docks. Bin ich doch richtig, oder? Nö. Ich muss da drüben, muss ich hin zum Leuchtturm. Ja, stimmt, sie sagt ja was von Leuchtturm. Und ich glaube, diesen Boss, den muss ich mit jemand anders zusammen machen, weil sonst wird das wirklich ein bisschen schwieriger. Wieso ist der Feldwebel eigentlich schon hier? Hallo, ich drücke hier einen Knopf. Aha. Ups. Moin. Zündet es an. So, das kannst du gerne machen. Steht ja eh nur dein Leutnant drin, dein Kumpel. Natürlich. Moin. Ich wollte hier mal besuchen. Na, wie geht es euch? Natürlich könnt ihr mir immer noch so ein blödes Ding da an den Kopf schmeißen. Na, ihr, alles klar. Die Landratten. Aufschwärmen! Ja. Wieso kann ich das nicht so oft nutzen? Was ist los? Machen. Tötet. Ach, ich soll jemanden töten. Gut, dann schauen wir mal rein. Ups. Da hängt ein Schild. Den nehmen wir schon mal mit. Den Bogen auch. Rotwardonien sind ja eigentlich ausgezeichnete Bogenschützen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ups. Jetzt. Ich dachte, du warst ein Freund. Na gut, dann machen wir das anders. So. Ein Beileidstischchen. Noch ein Beileidstischchen. Und ein Beileidstischchen. Für eine Scharfschützin hast du mich aber äußerst spät bemerkt. Wieso sind die so erschöpft? Die erholen sich hier unten, oder? Naja, ist ja gut. Rotwardon sind ja eigentlich auch Menschen. Menschen der Wüste. Oh. Nein. Ah. So. Diese verdammte... Tja. So. Ich gebe noch einen netten Gruß mit. Natürlich darf er den noch durchbringen. Oh. Mhm. Gut, dann gehen wir mal wieder hoch. Jetzt haben wir den einen ja umgebracht. Jetzt frage ich mich, sollen wir den anderen nun auch umbringen oder nicht? Ich denke mal, nein. Jetzt haben wir einen umgebracht. Das dürfte eigentlich reichen. Hallo. Hier drücke ich einen Knopf. Mach doch mal was damit. Natürlich habe ich mit den Pfeilen nur den richtigen getroffen. Wer läuft denn hier? Hallo, Linariel. Linariel. Ihr habt es geschafft. Die Miliz zeigt sich von ihrer guten Seite.
Wir haben es geschafft, den Anführer der Rovada im Leuchtturm einzukesseln. Ich überlasse euch die Ehre, ihn abzuholen. Ich werde die Miliz weiterkämpfen lassen. Wir halten euch den Rücken vom Rest der Rovada frei, während ihr euch um ihren Anführer kümmert. Wenn er erst einmal tot ist, werden ihre Reihen zusammenbrechen. Da bin ich mir sicher. Wir sind so weit gekommen. Wir werden diese Schlacht noch gewinnen. Eigentlich würde ich ihn am liebsten gefangen nehmen. So nennen sich die Rotwardonen aus dem nördlichen Tamriel selbst. Velynhafen hat früher mit Händlern der Rotwardonen Handel getrieben. Also haben sie sie aus Respekt Rovada genannt. Heutzutage ist es eher ein Fluch, denke ich. Gut, dann gehe ich mal rein, ne? Betrete den Leuchtturm. Vielleicht möchte er noch mit mir reden, ein Käffchen trinken oder so. Besiegt den Hauptmann der Rovada. Okay. Ups. Hier. Trink mal einen Schluck. Na gut, dass Tidy gerade da war. Sprecht mit Feldwebel. Linari? Oder Linari? Oh, hallo? Sebs Aasgeier, bleibt weg von mir oder ich werde... Oh, mein Fehler. Ihr gehört nicht zu den Invasoren. Ich würde wetten, ihr seid überrascht, dass ich ein Rotwardone bin. Allerdings. Nun, ich bin schon seit mehr als 20 Jahren Leuchtturmwärter. Diese Invasoren haben Unschuldige getötet. Darin liegt keine Ehre. Sie beflecken den Namen Rovada, wenn sie ihn so missbrauchen. Ich spucke auf ihre Knochen. Was ist ein Rovada? Die Kriegerwelle, Kind. Die Kriegerwelle. Unsere Ahnen kamen aus Yokuda und säten Furcht in den Herzen all jener, die in der südlichen Iliak-Bucht lebten. Was bringen sie den Kindern denn heutzutage überhaupt noch bei? Geht weg, lasst einen alten Mann in Frieden. Ich gehe ja schon, blöder Wächter. Oder Wärter. Ein werter Herr ist das aber nicht. Und jubeln sie schon? Ich glaube, dann gehe ich mal runter. Bin da. Ihr habt es geschafft. Bei den Göttern, der Leutnant wäre stolz. Wir haben die meisten Rovada-Invasoren getötet. Ach, wie schön. Und gefangen genommen. Die Miliz wird keine Probleme mehr mit ihnen haben. Es klingt, als hättet ihr euch gut geschlagen. Ja, das haben wir. Die Drublok sind aus der Stadt geflohen, nachdem sie erfahren haben, dass ihr Anführer getötet wurde. Wir haben die restlichen Rovada besiegt. Bis auf ein paar wenige, die sich auf ihrem Schiff verschanzt haben. Um die kümmern wir uns später. In der Zwischenzeit haben wir eine interessante Entdeckung gemacht. Was? Wie? Die Fäuste des Talmor von Velynhafen sind die Ehrengarde des Silvenars und der Grünen Dame. Doch Hauptmann Kularalda, ihre Anführerin, hielt sich unter den Docks versteckt, ohne einen Kratzer am Leib. Wo ist sie denn jetzt? Immer noch in ihrem Versteck. Ich habe ihr ein paar Wachen an die Seite gestellt, falls sie zu verschwinden versucht. Oder die Zivilisten sie lynchen wollen. Sie hat eine interessante Geschichte zu erzählen. Ihr solltet sie euch anhören. Gut, ich rede mal mit ihr. Das solltet ihr. Ihr werdet schon sehen, womit der Leutnant und ich uns herumschlagen mussten. Ich gehe zur Stadtmitte zurück, um mich zu vergewissern, dass alles wieder sicher ist. Ich treffe euch im Lagerhausviertel. Was ist mit euch? Geht es euch gut? Der Sieg heilt alle Wunden, genau wie das Lachen. Und ich bekam heute von beidem eine ordentliche Dosis. Natürlich liegt noch die trostlose Aufgabe vor uns. Was ist mit Eran? Der ist tot. Freust du dich trotzdem? Aber wenigstens gehört die Stadt wieder uns. Ja, nun, ich weiß nicht so. Also so ein Sieg rechtfertigt ja nicht alle Tode, die da bestritten wurden. Eigentlich ist ein Sieg ist in erster Linie schön. Aber wenn man mehr darüber nachdenkt, es gab ja so viele Verletzte auf beiden Seiten und Tote. Des Krieges willen? Ich weiß ja nicht. Hallo, Hauptmann. Das ist empörend. Ich bin Hauptmann der Fäuste des Talmor. Ja, schrei doch nicht so rum. Mit welchem Recht hält mich ein bloßer Feldwebel fest? Wenn meine Vorgesetzten erfahren, was heute geschehen ist, wird Feldwebel Linari vors Kriegsgericht gestellt. Ihr hättet ja wenigstens ein bisschen mitkämpfen können, Mädchen. Wir haben die Schiffe inspiziert, als ein Wachmann Segel Ahoi oder etwas ähnlich Sinnfreies rief. Es ergab überhaupt keinen Sinn. Schließlich erwarteten wir ein Schiff.
Ich sagte den Leuten, dass sie aufpassen sollen. Habt ihr einen Alarm ausgelöst? Um vor der grünen Dame wie eine Närrin dazustehen? Natürlich habe ich keinen Alarm gegeben. Als der Feind angriff, wusste ich sofort, dass wir überwältigt werden würden. Ich organisierte den Rückzug und versteckte mich, bis Verstärkung eintraf. Organisierte den Rückzug? Aber warum habt ihr euch versteckt? Warum habt ihr euch nicht gewehrt? Wie könnt ihr es wagen? Ich habe getan, was ich tun musste, um meine Untergebenen zu retten. Dass der Leutnant dem zum Opfer fiel, war ärgerlich. Wenn er nur gewartet hätte. Ich bin sicher, dass die Angreifer nur schnell mitgenommen hätten, was sie können. Und Wellünhafen wäre mehr oder weniger intakt geblieben. Er hat sich für euch geopfert. Er ist gestorben. Boah, da habe ich ja keine Worte mehr. Genug. Im Lagerhausviertel? Was habe ich denn hier noch für Xe? Angadi? Angadi lebt? Ach ja, das ist ja der andere. Stimmt ja, ich sollte für Angadi den einen da umbringen. So. Schockiert mich. Sagt etwas intelligent. Die Männer des Hauptmanns sind von ihr genauso angewidert wie ich. Da die Stadtbewohner gegen sie aussagen wollen, haben die Fäuste des Talmor keine andere Wahl, als sie abzusetzen. Sie wird eingesperrt sein, bis wir Nachricht aus Eldenwurz erhalten. Okay, und was als nächstes? Meine Arbeit. Wir wurden als Eskorte für die grüne Dame geschickt, aber die Verteidigung der Stadt wird uns noch eine Weile hier festhalten. Ich bin sicher, dass sich unsere Wege eines Tages wieder kreuzen werden. Habe ich eigentlich erzählt, dass ich eine neue Rüstung anhab, einen neuen Torso, Duster, Fisch, Atemsleder? Hatte ich eigentlich ewig behalten. Ich glaube, ich habe die mit 20 oder 25 schon gefunden, gedroppt, geschenkt bekommen, ich weiß es nicht mehr. Und jetzt konnte ich sie jedenfalls anziehen und ich muss sagen, die ist sehr schön. Gut. Mit einem einzigen Schlag. Wir haben Wellünhafen befreit. Das ist sehr gut. Es ist unglaublich, im Herzen von Tanzelwild zu stehen, nicht wahr? Man kann das Flüstern der Ahnung. So, Angadil. Nun, ihr habt mit dieser Karte. Ja, ich habe erledigt. Bitte vielleicht schön. Ja, ich möchte den Text gerne kurz halten. Ein äußerst unschöner Schnitt ist auch erledigt. Ich möchte nämlich jetzt vielmehr die grüne Dame besuchen. Das machen wir nach der Pause. Ich möchte genauer gesagt jetzt erstmal ein kleines Päuschen machen. Ich muss erstmal gucken, ob ich auch noch... Ja, nee, es wird, glaube ich, ein bisschen eng. Ich muss eine längere Pause machen. Ich werde vielleicht morgen oder so wieder aufnehmen. Ich muss mal sehen, wie ich das schaffe. Ich hoffe mal, dass dieses Gebiet jetzt befreit ist. Und ich... wo ist die grüne Dame? Weiß nicht. Die war doch eben noch hier. Hoffen, dass das Gebiet befreit ist und ich damit jetzt hier weitermachen kann. Ich will auch unbedingt gerne weitermachen, aber ich muss mal so viel rendern, so viel aufnehmen. Tja, nun, ich kann gar nicht so viel aufnehmen. Wellünhafen ist nicht der einzige Ort, der in Gefahr schwebt. Mit der grünen Dame werden wir uns das nächste Mal unterhalten. Ich sage erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Elder Scrolls Online.